Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Sven Heidenreich und wir haben die Folge 570. Ich grüße euch auf jeden Fall zu diesem Podcast hier. Es ist eine ganz normale Folge, es wird nichts Besonderes passieren, aber ich denke, heute wird alles ein bisschen besser klappen. Ich bin besser drauf, ich war gestern auch gut drauf, aber ja, gestern ist ja so einiges daneben gegangen mit dem Tee und ja, jetzt bin ich natürlich wieder um kurz nach drei aufgestanden, ganz normal und ja, deswegen wird alles auch heute etwas besser klappen. Heute werde ich auch die Reihenfolgen etwas besser einhalten. Das heißt, ich habe hier meinen Becher schon bereitgestellt und ja, jetzt werde ich den Becher befüllen. Genau, den Becher befüllen. Ja, genau. Ich gieße noch ein bisschen ab. So. Dass es auf keinen Fall zu viel wird. Genau, so ist wunderbar. Ja, jetzt, ihr seht also, ja, das Einzige, was ich jetzt noch machen muss, ist den Toaster wegstellen. Muss ich auch machen. So. Das muss ich noch machen. Dann brauchen wir erst nachher wieder den Toaster. Ich stelle den jetzt noch schnell weg. So, Toaster kommt erstmal weg. Der steht nämlich sonst im Weg. Ups, das war nur der Becher. Nichts passiert. Geht das schon wieder los heute? So, nein. Noch mal nicht. So, nehmen wir mal. Dieser dumme Filter an. So, dann wollen wir mal. So, okay, alles verstaut. Messbecher wieder. Alles verstaut hier. Filtereinsatz. So, jetzt brauchen wir Tee. Achso, erstmal schließen wir den Wasserkocher wieder an. Der Wasserkocher ist ja jetzt gefüllt. Der muss jetzt wieder angeschlossen werden. Und dann geht's los. Diesmal nicht mit Kleckern rein. Jetzt gebe ich mir Mühe. Jetzt brauche ich natürlich erstmal Tee. Ist ja kein Problem. Machen wir hier. Ja klar, ohne Tee geht es nicht. Vier Bottle. Eins. Zwei. Drei. Vier. Genau. Und wir brauchen natürlich auch Süßstoff. Teebeutel reinmachen, Flop und den Süßstoff. Genau. Alles schon drin. Super. Tee kommt wieder. Schale hier rein. Wofür die Pest drin waren, da mache ich jetzt mal Tee und Süßstoff rein. So. Jetzt sind wir jetzt auf der Mikrowelle in einem Eimer. So. Jetzt warten wir, bis das Wasser kocht. Es kocht schon. Sehr schön. Genau. Und jetzt ging auch der Wasserkocher aus. Und jetzt haben wir hier natürlich ja, das Wasser. Gießen wir natürlich auf.
Genau. Und heute ohne Kleckern. Ja. Da seht ihr auch, die Handgriffe müssen sitzen. Also wenn man wirklich ein bisschen unkonzentriert ist, dann ist aus. Ne? Dann kann man nichts mehr machen. Dann ist so. Also. Achso, wir haben hier noch ein Fenster auf, glaube ich. Das können wir gleich mal zumachen. So. Jetzt ist der Tee schon fertig, Leute. Also. Gut. Jetzt machen wir die Probe. Das heißt, ich mache jetzt mal zu. Den Löcher zu. Richtig zu. Und jetzt gucken wir mal, was rausläuft. Nein. Es ist immer sehr wichtig, dass man das überprüft. Dass man das überprüft alles, damit nichts weiter rauslaufen soll. Gut, jetzt habe ich also, der Tee ist fertig. Den kann ich jetzt einpacken. So, wunderbar, da sind sie. So, und dann genau, und so weiter. Mache ich jetzt. So. Taschen müssen alle zu sein. So. Das kann ich auch gleich mal tauschen. Ich bin also bereit jetzt. Die Katzen sind auch schon versorgt. Ja, so, Wasserkocher steht wieder auf seinem Platz. Ganz ordentlich. Raus. So, ist also auch jetzt vom Strom getrennt. Ja, jetzt können wir in Ruhe den Kaffee machen. Ganz in Ruhe. Ihr seht, wenn man früher aufsteht, oder man muss ja sagen, wenn ich früher aufstehe, bei anderen läuft es ja anders, dann läuft's. So, dann wollen wir mal meinen Kaffee machen. Mein Kaffee am Morgen. So. Wir haben schon Mittwoch, Leute. Also, ja. Mittwoch haben wir. Was bedeutet das? Das ist der Tag mitten in der Woche. Und ja. Gut, ich brauche wieder Süßstoff, das ist ja klar. Ich habe mit Süßstoff überhaupt kein Problem. Da habe ich mich an Süßstoff so gewöhnt, also. Ich trinke ihn auch mit Zucker, wenn es sein muss, aber mir ist es eigentlich vollkommen egal. Hauptsache, es sind 2-3 Süßis drin. Gut, ich trinke auch schwarzen Kaffee. Aber wie ich schon mal erwähnte, schwarzer Kaffee nur selbst gemacht. Also diesen PET-Kaffee, der irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie schmeckt der mir schwarz nicht. Hm.
Naja, ist vielleicht auch die Gewohnheit. Aber mein Gott, ein bisschen was Süßen kann man ja. Wenn es noch zwei Pillen sind. Jetzt ist noch die Beschäftigung, die Frist. Blackie und Mia werden schon aufgefressen haben. Naja, alles gut. Man muss nur früh genug aufstehen. Dann klappt das auch alles. Hätte ich auch gleich den Toaster wieder herholen. Denn ich brauche noch ein bisschen was zu essen. Für mich jetzt. So. Aber erstmal den Kaffee in Ruhe machen. Wir nehmen übrigens mit dem LSP5 auf, aber das habt ihr sicherlich schon gehört. Also, für die, die das hören, hört ja nicht jeder, aber das ist mal wieder der LSP5, aber der wird ja nur richtig ausgeschlachtet von mir sozusagen. Deshalb packe ich ja auch die Podcast-Folgen auch in die Playlist vom LSP5. Damit ihr wisst, aha, das ist alles mit dem LSP5 aufgenommen bei YouTube und ja. Ja. So. Genau. So. Was hätten wir? Genau. Alles läuft heute reibungslos. Seht ihr? Genau, jetzt hole ich nochmal den Toaster ran. Habe ich überhaupt Toastbrot ausgelegt? Siehst du? Ja, guck mal. Ich habe mir kein Toast gelegt. Ein normales Brot. Ja. Na, ist ja nicht so schlimm. Kann ich ja noch raus. Wurst hab. Ja, ganze Packung voll ist noch okay. Dann hole ich meinen Toaster. Ja, von welcher Stelle? Man muss sicher wieder Wasser kochen. So, ist ja hier in dem Regal. Brauche ich ja bloß. Hier ist einfach zu viel drin. So. Den stelle ich aber nachher gleich wieder zurück, weil nicht, dass ich wieder vergesse, ihn zurückzustellen. Muss ich auch mal schauen. So. Ein Toast, ein Ehren kann niemand verwehren. So. Jetzt natürlich das Kabel auch so verlegt, dass nichts passieren kann. Ich nehme mal zwei Toastscheiben. Und dann haben wir eigentlich soweit alles abgedeckt. Ich glaube, das müsste jetzt Vollkornwurst sein, bin mir aber nicht sicher. Aber ich glaube ja, nach dem Geriffelten hier, das ist ein bisschen geriffelt, das ist Vollkornwurst. Und ja, ist lecker. Vollkorntoast ist doch was Leckeres. Ich esse das gern. Ich esse auch das andere Toast gern. Das ist sowas von. So, ein bisschen. Gut. Genau. Jetzt schon die
Wurst aufmachen. Vier Scheiben brauche ich. Jedes Toast zwei, dann ist gut. Schönes Frühstück, genau. Ah, Jagdwurst haben wir. Na ja, gut. Vier Scheiben. So, Leute von heute, dann nehme ich schon mal das Gerät und ich gehe schon mal dahin, was hingehört. Damit wir auch nachher quatschen können. Quatschen. So. Da steht jetzt das Gerät. Bei. Ja. Ja, Handy und Watch sind noch, die laden noch. Aber es macht ja nichts. Ich habe ja meine Quarkuhr um. Meine Quarkuhr. Quark. Es ist eine Uhr, die quarkt und dann die Uhrzeit sagt. So. So, mal ein bisschen runterstellen. Ich will nicht, dass es so kross ist. Gestern hatte ich mir auch Toast gemacht, aber die waren dann auch wirklich zu kross. Und zu kross finde ich das immer ein bisschen. Ich mag das, wenn die noch so ein bisschen luftig sind. Also wenn die knusprig sind, aber noch so leicht sind. Also, dass man. Ne? So, Leute, jetzt kann ich mich in Ruhe hinsetzen. Und so, Toastbrot, Kaffee. Ich habe noch was ganz Wichtiges vergessen, Leute. Mein Mineralwasser. Das darf ich natürlich nicht vergessen. Becher. Das brauche ich auch noch. Seht ihr? Irgendwas vergisst man immer. Und natürlich eine schön volle Flasche Mineralwasser. So. Jetzt haben wir wirklich alles da, was wir brauchen. Und jetzt setze ich mich auch hin. So. Jetzt wird erstmal das Mineralwasser eingeschenkt. Das müssen wir langsam aufmachen. Jetzt explodiert die Flasche. So. Jetzt gieße ich mir erstmal das Mineralwasser an. Ja. So. Machen wir nicht ganz voll. Wir sind ja nicht hier. So. Genau. Das müsste. Ja, so müsste es eigentlich reichen. Genau. Dann tue ich die Flasche wieder rein. Kühlschrank. Denn damit nichts groß rumsteht. So, Leute. Wir haben es kurz vor 4. Ne? Also wir haben jetzt noch eine ganze Stunde Zeit, um zu quaken bis 5. Also das ist doch, ne? So muss es sein. Das ist doch viel besser, als wenn man immer in Stress ist und ja. Genau, so, jetzt haben wir hier die Stullen und der Rekorder muss natürlich so stehen, dass man mich hört, ist ja klar. 1, 2, 1, 2, wer hat den Ball? So. Wie ich auf wer hat den Ball kommt, weiß ich nicht, keine Ahnung. Doch, in Ghostbusters gab es mal so ein 1, 2, wer hat den Ball, hat einer mal gesagt. Na dann, Leute, erstmal einen Schluck Wasser. Dann einen Schluck Kaffee. Auch der ist super geworden, also. So wie ich ihn halt gern trinke. Oh, ein bisschen stark, ein bisschen. Und jetzt ein schönes Toastbrot dazu. Mhm.
Ja, die Katzen haben jetzt in Ruhe auch gefressen und von daher ihr hört ja, es ist Ruhe. Ja, gestern hatte Aaron Geburtstag. Nochmal herzlichen Glückwunsch nachträglich. Ich hatte ihn ja auf Facebook gratuliert, aber jetzt hier nochmal im Podcast auch. Er ist, glaube ich, 18 geworden. Zehn Jahre, war ich auch mal. Langes her. Ja. Nächstes Jahr werde ich 45. Wahnsinn, ey. Ja. Ja, so ein Vollkorntoast kann man essen. Also natürlich ist das Originaltoast unschlagbar. Ich habe ja mal die großen Scheiben. Aber und habe auch meistens immer beides, also mal, dass ich wechseln kann zwischen Vollkorntoast und normalem Toast. Und zur Arbeit nehme ich halt normales Brot mit. Jetzt, wo ich auch die größere Brotdose habe, werde ich mir jetzt auch mal öfter ein Obst mitnehmen. Gestern und vorgestern hatte ich ja Mandarinen mit. Und außerdem gab es gestern gab es auch einen Apfel zum Nachtisch. Den habe ich auch gegessen. Also ich fange jetzt auch langsam an, so ein bisschen Obst zu essen. Weil ich auch denke, Vitamine sind schon wichtig. Und gerade wenn jetzt der Winter kommt, ist das schon wichtig. Mal Obst zu essen. Ich meine, ich werde nie ein Obst-Fan, das ist klar, ja, also, aber heute gibt es zum Beispiel Kartoffelpuffer mit Apfelmus. Da freue ich mich richtig drauf. Da werde ich auch wieder zwei Portionen nehmen, klar. Morgen gibt es Fisch. Und Freitag gibt es Bohneneintopf. Aber naja, was soll's. Ist
das ein Ruhe hier. Und alle gefressen haben? So, Leute, das habe ich geschafft. Jetzt in Ruhe noch meinen Kaffee trinken. So, also ich fühle mich heute wirklich wesentlich ausgeglichener, weil ich halt wirklich mehr Zeit für alles hatte, in Ruhe alles gemacht habe und jetzt sitze ich hier. Ne? Das ist jetzt 4, würde ich mal behaupten. 4:04 sogar, Alter. Ja, und ich habe jetzt noch eine ganze Stunde Zeit, Podcast zu machen, und das ist einfach schön, weil so liebe ich das am frühen Morgen. Und wir haben die Folge 570, wie gesagt. Also wieder ein kleines Jubiläum, sage ich jetzt mal, oder sagen wir mal so. Ja, Jubiläum ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ja, wir sind also nicht mehr weit von der 600 entfernt. Ja. Und ich muss sagen, wir haben ja nun wirklich jetzt in der letzten Zeit viel über den LSP5 geredet und wir haben ihn sehr getestet. Auch Markus hat ihn getestet und das wird auch immer noch weitergehen und ich nehme ja immer noch weiter mit dem Ding auf. Also ihr merkt, ich bin einfach total begeistert davon. Inzwischen nehme ich ihn ja jeden Tag mit. Also ich habe ihn ja jeden Tag dabei und habe ihn praktisch dabei wie die anderen Geräte immer. Und inzwischen stört mich das gar nicht mehr, dass er nicht mehr spricht, weil ich habe ja alles hier eingestellt. Ne? Also er ist auf manuell, er ist auf volle Pulle, er ist auf MP3. Zur Not kann ich in der App immer noch alles richtig einstellen, aber die Einstellungen bleiben ja auch. Und insofern, ja. So, also oft benutze ich die App ja jetzt momentan gar nicht, weil er ist ja eingestellt. Ne? Ich brauche ja bloß das Ding anmachen und ihn auf Aufnahme machen. Ne? Also das ist wunderbar. Ja, was ich auch gut finde, ist, dass der Lautsprecher ein bisschen besser ist. Also das muss ich echt sagen. Also er ist zwar nicht jetzt super, aber man kann schon mal was abhören. Ne? Das ist schon wirklich... Ja, also wie gesagt, ich bin wirklich zufrieden. Also jetzt kann Weihnachten kommen. Weihnachten schön aufnehmen mit dem LSP5. Silvester schön aufnehmen, die Knallerei. Ach, das wird herrlich. Vor allen Dingen, ich werde dann trotzdem auf laut machen wahrscheinlich, auch wenn der Limiter pumpt. Aber das ist ja egal. Ich meine, bei der Knallerei ist mir das wurscht. Und von daher... Ehrlich gesagt, mich stört das mit dem Limiter gar nicht mehr so doll, weil ich mir sage, lieber habe ich die Aufnahme richtig schön kräftig und es pumpt halt ein bisschen, als wenn die Aufnahme zu leise wird und ich dann ständig die Geräte aufpowern muss. Dann lieber, dass er mal ein bisschen runterpumpt, dafür ist es halt nicht übersteuert und dann ist es okay. Ne?
Ja, wie gesagt, schauen wir mal, wie der Tag heute wird. Aber ich denke mal, heute mache ich wieder die Zahnräder. Ah ne, die waren ja alle, ne? Genau, so war das. Die waren ja alle. Der müsste ja heute, müsste ich heute entweder hättig machen oder meine Schrauben wieder. Das ist ja auch kein Problem. Habe ich auch kein Problem mit. Diese Kappen wieder ranmachen. Weil, wie gesagt, lieber so, als wenn ich in Stress irgendwie bin oder so. Da mache ich lieber meine Schrauben. Also inzwischen habe ich mich damit richtig abgefunden. Und ja, und vor allen Dingen, wenn ich die Schrauben mache, da kann ich mir das ja einteilen, weil da ist es ja egal, ob ich die nun langsam oder schnell mache, weil es ist ja nur letztendlich für die Fingerfertigkeit. Das ist ja nichts, was gebraucht wird. Ja, und da kann ich dann natürlich auch schön langsam machen, kann mal ein paar Pausen machen, kann mal mit dem Handy rumdaddeln. Und das ist einfach geil. Das ist wirklich, ja. Gerade wenn die anderen so ihre Hättichteile haben und eine Menge Krach ist und ich bin mal gerade, ja, dann kann ich schön in Ruhe eine Nachricht abhören, ohne dass, vor allem ich mache das ja gar nicht über Kopfhörer, sondern ich höre die Nachrichten ja so ab. Und das Schöne ist ja, das hören die anderen ja gar nicht. Weil ich habe es ja so eingestellt, dass ich praktisch das, ich mache es ja immer über den Lautsprecher, also über den Handy-Lautsprecher. Der ist aber so eingestellt, dass nur ich das höre letztendlich. Und die anderen hören das ja gar nicht durch den ganzen Krach und es ist immer geil. Und klar, ich könnte das Handy auch ans Ohr halten, aber dann bin ich so blockiert. Ne? Also das will ich auch nicht. Ich will ja auch, dass ich, während ich Nachrichten höre, will ich ja auch mitkriegen, was da passiert. Und das klappt ganz gut eigentlich. Vorhin letztens auch, da habe ich eine Nachricht abgehört und nebenbei hat mein Gruppenleiter irgendwas erzählt. Und ich habe dann auch zugehört, während die Nachricht lief und das lief alles. Ne? Und das sind halt so Sachen, ja. Ja. Also ich merke einfach immer mehr, wie sehr ich damit verwachsen bin mit der ganzen Technik und mit dem neumodischen Kram und mit Handy und Nachrichten abhören und jetzt auch mit dem neuen Gerät und so. Also das ist alles irgendwie total meine Welt und ich gehe da so auf drin. Und vor allen Dingen, wie ich das nebenbei immer so mache. Ne? Also ich habe das auch gemerkt auf Arbeit, wie ich dann einfach mein Handy raus, die anderen haben da Eimer ausgekippt und alles. Und ich habe dann einfach seelenruhig eine Nachricht abgehört, wo andere sagen würden, boah, wie kannst du dich da auf die Nachricht konzentrieren? Sag ich, pff, kein Problem. Gerade wenn der Krach ist, weil dann hören die anderen das ja nicht. Dann brauche ich bloß mein Handy näher ans Ohr zu halten, aber auch so ans Ohr, dass ich halt noch das andere höre. Ne? Und schon kriege ich beides mit. Ja, jetzt haben wir schon den 9. November, glaube ich. Ja. 9. November 2022. Ja, also die Zeit vergeht wirklich wie im Fluge und es ist schon Wahnsinn. Also, wenn man mal überlegt, ja, ich kann mich noch an 2000 erinnern oder wenn man so zurückdenkt, ne, und denkt so, ach, das war wie gestern eigentlich und jetzt haben wir schon 22. Ja, also es ist schon Wahnsinn. Da fragt man sich wirklich, wo ist die Zeit geblieben, ey? Ja, ich bin wie gesagt mal gespannt, wie Weihnachten wird. Also weiß ich halt nicht. Ich denke mal, dass ich in Selo sein werde, Heiligabend. Silvester ist noch nicht sicher, also da weiß ich ja nicht, wer feiert und ob gefeiert wird, ne, weil wie gesagt, es ist ja auch immer noch so ein Ding mit den Hunden von Ela, ne, wenn die Hunde natürlich, sind ja immer sehr ängstlich, also ich weiß ja nicht, wie Brownie jetzt reagiert, aber wie gesagt,
Das werde ich ja sehen, ob Silvester gefeiert wird. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm, dann feiere ich hier. Also ich habe damit überhaupt kein Problem. Ich meine, natürlich wäre es schön, wenn jemand bei mir wäre, aber auf der anderen Seite, ja, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen krass, aber letztendlich ist es ja so, wenn man gerade bei sowas alleine ist, dann kann man letztendlich machen, was man will. Ne? Ich kann halt die Lieder hören, die ich gerne höre. Ich kann halt auch sagen, nee, jetzt gehe ich ins Bett und schlafe. Ne? Oder wenn ich was getrunken haben sollte, ne, dann kann ich mich halt hinlegen. Ja, da ist denn niemand, der irgendwie vielleicht genervt ist oder ach, Sven, du bist besoffen oder sowas, sondern du bist halt alleine und dann lege ich mich halt hin. Ne? Und das ist schon was anderes, als wenn du dann immer irgendwie Kompromisse machen musst. Ne? Oder wenn du jetzt irgendwo anders bist, dann ist wieder die Frage, wie kommst du nach Hause? Oder ja, und deswegen, also ich muss sagen, so Feste wie Silvester, da stört mich das überhaupt nicht, dass ich alleine bin, weil inzwischen, ich habe ja auch gelernt, allein zu sein. Also es ist ja auch, natürlich ist es nicht schön, aber auf der anderen Seite hat man es gelernt einfach. Ja? Und man weiß einfach, was man macht. Ich weiß einfach, was ich tue. Wenn ich alleine bin, ich weiß, was ich hören möchte. Ich weiß, wann ich essen möchte und so. Und das ist einfach, ja, irgendwie hat es was. Ich meine, was hat man für Kompromisse früher gemacht, wenn man Freunde eingeladen hat und die kamen dann zu Silvester und dann, ja, der trinkt dies, der trinkt das und wollen wir nicht die... Der eine sagt dann, ach, ich hole die billigere Cola, weil die billiger ist ich war dann derjenige, der oft gesagt hat, nee, ich möchte wenigstens Silvester mal die richtige Cola trinken und dann gab es deswegen Streit und... Ja, so eine Kleinigkeiten einfach. Und ich, wenn ich alleine bin, kann ich halt sagen, naja gut, heute würde ich auch nie, heute trinke ich ja gar keine Cola mehr groß. Aber der Gedanke einfach, dass ich selber sagen kann, ich kann jetzt eigentlich trinken oder machen, was ich möchte, ohne dass irgendein anderer da irgendwie, oder geht ja auch mit der Musik los, ja, du kannst jeden Track hören, den du möchtest, ja. Und du musst halt nicht Musik hören, die du nicht magst. Und das ist halt schön an alleine. Zumal ja auch der Krach draußen ist und die knallen und so. Und man hat ja eigentlich genug Atmosphäre. Natürlich ist es schöner, mit jemandem zu feiern. Aber die einzige Alternative wäre für mich, wenn überhaupt mit einer Freundin Silvester feiern. Aber so mit Freunden, so wie früher, würde ich das eigentlich gar nicht mehr wollen. Weil man da immer Kompromisse machen muss. Ja, aber wie gesagt, mal gucken, wie das alles wird. Ich mag ja auch dieses Planen immer nicht. Also ich finde, sowas muss sich auch ergeben. Also wenn man schon vorher überlegt, ach, wo feiert man und alles sich so ausrechnet, bin ich gar nicht der Typ. Ich finde, man muss einfach das auf sich zukommen lassen. Und das ist, glaube ich, mit Weihnachten. Also wenn es halt dazu kommt, dass ich hier alleine bin, dann bin ich halt alleine. Habe ich auch kein Problem. Sagt, mir ist das ja alles auch nicht mehr so wichtig, so Weihnachten. Und es wäre mir wichtig, wenn ich jetzt eine Freundin hätte und würde mit der Weihnachten feiern. Ja, aber so jetzt als Einzelperson ist mir das alles auch gar nicht mehr so wichtig. Weihnachten, Geburtstag, Silvester. Ja, das sind alles so Feste, wo ich sage, ja, früher habe ich das immer geliebt, aber heute, ich bin froh, wenn man mal zusammensitzen kann, einen Kuchen essen kann und einen Kaffee trinken kann, das ist mir viel wichtiger eigentlich als diese Feste jetzt endlich so, ne? Und das finde ich viel schöner. Also wie auch am Donnerstag, da wird ein Arbeitskollege Geburtstag haben und der wird dann auch wieder ein bisschen was mitbringen und dann werden wir auch wieder mal zusammensitzen und sowas finde ich einfach schön.
da geht es mir gar nicht um den Geburtstag. Also natürlich ist es schön, dass er Geburtstag hat, aber ich finde es einfach schön, wenn alle zusammensitzen, etwas trinken, etwas essen und einfach mal quatschen können. Und ja, finde ich auch gerade unter Arbeitskollegen sehr wichtig. Und jetzt gehen ja die Geburtstage los, also von daher wird immer ab und zu mal jemand was mitbringen. So, ich werde mal gucken, wegen Mieze jetzt. Die müsste ja eigentlich schon fertig sein. Nicht, dass die muss ja auch noch was trinken, wenn sie nicht rauskommt. Guck. Schauen wir mal. Dann sehen wir schon, sagte der Blinde und rannte gegen einen Baum. So. Na Mia, was los? Ja. Jetzt wollen wir mal gucken, was Mieze macht. Hallo Mieze. Na, meine Decke hast du aufgefressen. Gucken wir mal. Oh, diesmal hast du ein bisschen was übrig gelassen. Ist aber nicht schlimm, sind ja bloß ein paar Krümel. Die kriegt Mia, war Mia? Na, ja. Die kriegst du und dann ist gut. Ja, die Geld kriegst du ja. Alles gut. Kriegst du ja alles. Ist doch kein Problem. Alles. Ja, echt, ist schon da. Kannst du ausschlecken. Warte, die andere Schüssel daneben. So. Geht auch schon los, siehst du. Zwei Schüssel, ja. So. Genau. Fein, ne? Ja. Seht ihr, Leute, wieder jemand glücklich gemacht. War mir ja. So. So muss es auch sein. Ihr sollt euch auch hier wohlfühlen. Lassen wir sie mal ein bisschen fressen. Vielleicht kann ich dann schon wegbringen, die Schüssel. Ja, so ist das, Leute. Fress, fress, fress. Genau, mach die Schüssel näher. Ja, fein. Fein, Dicke. Ja, machst du fein. Genau, nochmal die Schüssel. Mal wechseln. So, jetzt müssen eigentlich beide ziemlich leer sein. Ja. Geschafft, Dicke. Na, siehst du. Ist ja schön. Aufgefressen hat sie. Und jetzt hat auch gut gefressen. Hat ja bloß ein paar Krümel übrig gelassen. Also insofern, das ist doch mal schön. Ne? Und das ist ja auch das, was ich schön finde, wenn alle glücklich sind. Wenn die Katzen schön gefressen haben. Und ja, so muss es einfach sein. So, jetzt haben wir also die Schüsseln. Die werde ich jetzt einweichen. Becher kann ich ja auch gleich ausspülen. So, stellen wir das Gerät hier hin. So, dann hört ihr alles. Die Atmosphäre. So, ein bisschen Kaffee habe ich ja noch. Also gut.
Dann können wir schon mal das erste ausspülen. Nämlich die Schüssel und den Becher. So, der ist ja schon ausgespült. Da war ja das Wasser drin. Die Schüssel, die werde ich jetzt mal ein bisschen einweichen. Weil dann kriegt sie auch besser sauber. So, eins, zwei. Jetzt müssen wir natürlich noch Blackies Schüssel holen. Da weiß ich nämlich nicht, ob noch was drin ist. Aber eigentlich lässt er nichts drin. Naja, nicht wirklich. So. So. Genau, so. Jetzt haben wir auch die Schüssel von Blackie hier drin. Können Sie ein bisschen einweichen. Ich kann mich noch mal ein bisschen hinsetzen und austrinken. Ja, wir waren bei den ganzen Feierlichkeiten. Also wie gesagt, ich meine, wenn was sich ergibt und ich irgendwo feiern kann, natürlich. Aber ich kann auch zu Hause. So ist es nicht. Ich habe auch schon mal ein Silvester wirklich so gemacht, dass ich dann 23:55 oder was, da bin ich dann aufgestanden, habe nur mit mir selbst angestoßen und bin dann wieder schlafen gegangen. Ne? Also ja, wie gesagt, für mich ist das alles nicht mehr so wichtig. Also das, ich freue mich lieber über so ein Highlight hier, wenn ich so einen Rekorder habe zum Beispiel. Das ist für mich wie Weihnachten und Silvester und Geburtstag. Ja, das ist wirklich, da lebe ich für. Da, also wenn ich den testen kann und euch was vorführen kann und wenn sich der ein oder andere ihn auch holt. Ich sag ja, Krone holt sich den, Markus hat sich den geholt. Wir sind jetzt schon zu dritt und das finde ich ganz geil. Und das, sowas macht halt Spaß, wenn sowas auch eine Runde macht. Und ja, wenn dann Freunde sagen, ja, ich habe mir den auch geholt und ich komme auch damit klar. Und das finde ich einfach schön. Das ist, ne, das zeigt, dass das irgendwie weitergeht und dass die Entwicklung einfach weitergeht. Und Mia macht jetzt Radau. Die kratzt jetzt. Ja, den Windschutz habe ich natürlich immer dabei. Ne? Aber den, wie gesagt, also wie in Innenräumen werde ich es vermeiden. Außer ich habe das Ding wirklich am T-Shirt oder so, dann aber jetzt, wie gesagt. Ich finde, man kann ihn ja auch, dadurch, dass ich den Fuß vom LS14 habe, man kann das Gerät ja auch gut auf den Tisch stellen da. Und das ist besser. Und außerdem nimmst du noch ein bisschen mehr Atmosphäre mit. Ja. Und wenn ich mal wieder wirklich was mit dem T-Shirt mache, dann kann ich auch den 770 oder den 720 nehmen. Das ist ja auch okay. Das sind ja auch Spitzengeräte. Ne? Also insofern, Olympus hat schon gute Arbeit geleistet. Ich finde es ja überhaupt gut, dass die auch irgendwie bedienbar sind. Insofern, ja. Wunderbar. Ja, was ich halt immer wieder überlege, wie es bei mir computermäßig weitergeht. Also ich meine, mein Windows-Rechner ist ja nun jetzt sehr, sehr, also er ist ja schon ein bisschen älter, ist ja auch ein älterer gewesen, als meiner kaputt ging da. Und da bin ich halt immer noch am Überlegen, ob ich mir irgendwann mal wirklich einen Mac hole. Weiß ich aber noch nicht, ehrlich gesagt, weil ich bin natürlich mit Windows so eingefahren, dass ich, aber auf der anderen Seite wäre es natürlich, da ich ja ein iPhone habe, wäre es natürlich irgendwo einerseits okay, aber leider ist mir oft ein Mac, ist mir oft viel zu teuer, also ich will mir auch keinen alten Mac holen oder so, weil das bringt ja auch nichts, weil wenn der dann nicht mehr abgedatet wird, also wie gesagt, da bin ich noch ein bisschen unschlüssig, wie es computermäßig weitergehen soll bei mir. Weil solange mein Windows-Rechner ja funktioniert und er hat ja noch Windows 10,
Und Windows 10 ist ja noch okay. Das kann man ja noch nutzen und von daher, und ich nutze ihn ja auch nur zum Kopieren und vielleicht mal ins Internet gehen, aber das meiste mache ich ja sowieso mit dem iPhone, also insofern ja, aber wie gesagt, man denkt ja drüber nach, wie geht's weiter irgendwann mal und aber so genau weiß ich das ehrlich gesagt noch nicht, weil wie gesagt, Mac ist ja ein total neues System. Aber vielleicht warte ich auch noch ein bisschen, weil Mac und iOS sollen ja nun langsam zusammenwachsen und ja, das soll sich ja immer mehr aneignen, also von daher oder annähern. Von daher werde ich noch ein bisschen warten, vielleicht ja, mal gucken. Also wie gesagt, das ist ja auch nichts, was eilt. Selbst wenn mein Computer vielleicht irgendwann mal die Biege macht, ja gut, dann kann ich immer noch mit dem iPhone, komme ich immer noch mit dem iPhone an Olympus ran. Ne? Also das ist, dafür habe ich ja diesen Kamera-Kit-Adapter da und das funktioniert ja wunderbar. Ne? Und von daher ist das ja auch kein Problem. Ja, halt ohne Rechner könnte ich mir das nicht vorstellen. Also ich könnte mir nicht vorstellen, dass ich jetzt sagen würde, wenn der jetzt kaputt wäre, ach, okay, dann bleibe ich jetzt beim iPhone und mache nicht und hole mir keinen Rechner mehr. Also das könnte ich mir gar nicht vorstellen, weil ich finde gerade, dass man beides hat, finde ich eigentlich auch sehr wichtig. Und ich finde eigentlich auch Windows und Apple, also gerade diese Kombination finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Also von daher wird es wahrscheinlich auch wieder ein Windows-Rechner sein, weil Windows-Rechner sind ja einfach auch günstiger. Und da haue ich mir dann wieder NVDA rauf und dann ist gut. Also, und dann habe ich auch irgendwann mal einen aktuellen Rechner, der ein bisschen schneller ist und dann, ja. Aber wie gesagt, das hat alles noch Zeit und wie gesagt, noch funktioniert meiner ja. Und für die paar Sachen, die ich den brauche mal, ist der ja auch okay. Er funktioniert ja. Und er macht ja das, was ich will. Und es geht ja meistens nur um Kopieren oder ne, wenn ich jetzt eine Datei habe, die ich rüber in die Dropbox mal ziehen will oder so. Dafür ist der ja nun astrein. Dafür würde ja sogar ein XP-Rechner gehen. Also, naja, gut. XP-Rechner wäre ein bisschen riskant wegen der Sicherheitssache und vor allem wegen Internet. Aber wenn ich jetzt einen XP-Rechner wäre zum Beispiel günstig, wenn man jetzt gar nichts im Internet macht, sondern wirklich nur den als Speicherstation nimmt oder sowas, ne? Da kann man ja ruhig einen alten Rechner nehmen. Ne, wenn man jetzt sagt, okay, man holt sich einen Rechner, will aber nichts mit dem Internet machen, na, mit dem Rechner, sondern den eigentlich nur als ja, als Kopier- und Speicherding nehmen. Dafür ist natürlich ein älterer Rechner super. Ne? Gut, die sind natürlich langsamer. Aber kann man ja auch machen, ne? Dass man sagt, okay, man holt sich einen alten Rechner, einen schönen XP und benutzt den als Speicher oder so. Macht eine schöne große Festplatte rein und dann speichert man da einfach nur. Ne? Oder kopiert Sachen hin und her oder sowas. Ne? Aber halt nicht mit Internet natürlich, ist klar, weil das wäre ein bisschen riskant. Ne? So wie man halt früher einen Rechner benutzt hat. Letztendlich, ne? Wo es noch kein Internet gab. Klar, man muss sich dann natürlich Programme besorgen, die natürlich noch funktionieren. Das ist natürlich das große Problem bei so alten Sachen, ne? Weil wenn du natürlich einen XP-Rechner hast und kaum noch Programme, die damit funktionieren, das ist natürlich auch blöd, ne? Also das ist deswegen, man sollte schon immer was Aktuelles haben, natürlich, ne? Das ist klar. Das ist besser. Aber jetzt für jemanden, der wirklich sagt, ach, ich habe da zwei Programme drauf, die nutze ich immer. Ich schiebe da irgendwas hin und her, ohne Internet, naja. Oder jemand spielt seine Spiele. Da reicht natürlich so ein alter Rechner, klar. Ne? Gut, NVDA, weiß ich gar nicht, ob NVDA mit XP überhaupt noch funktioniert. Aber, naja.
Was ich ja gerne hätte, wäre so eine Simulation. Also so Windows, dass man so die diese Oberflächen und wie es halt früher war, wenn man das so simulieren könnte. DOS, wenn ich zum Beispiel so eine Einstellung hätte, wo ich dem Rechner sagen kann, jetzt verhalte ich mal wie im DOS früher oder so. Sowas würde mich reizen. So. Gibt's bestimmt. Also kann man bestimmt, dass man irgendwie die Oberfläche so, als wenn man einen DOS benutzen würde oder einen Windows XP benutzen würde. Da, also das sowas finde ich immer cool. Das finde ich so bei virtuellen Sachen total geil. So wie mit der Punktschriftmaschine, ne? Dass es ein Programm gibt, was die Punktschriftmaschine nachmacht. Und sowas finde ich einfach geil, dass man so mit so technischen Hilfsmitteln sowas simulieren kann. Sowas finde ich richtig cool. So, Leute. Abgewaschen. Jetzt werde ich erstmal in Ruhe aufs Klo gehen. Das heißt, ich werde gleich mal auf Pause machen. Und dann laden wir so langsam die Datei hoch. Ne? Ja, und dann melde ich mich gleich wieder. Man hört sich. Also gleich. Also für euch ist es natürlich nur eine Minisekunde oder sowas. Bis gleich. So, Leute, da sind wir wieder. Ich habe ganz nebenbei noch die, also ich war auf Klo, habe noch die Katzenklos, habe ich auch noch sauber gemacht. Ja, wir haben es jetzt 45 Minuten. Also ich glaube, ich kann mir noch einen Kaffee gönnen, weil irgendwie will ich noch ein bisschen quatschen. Ich habe zwar kein spezielles Thema und weiß auch nicht worüber, aber ich habe irgendwie noch Lust, zumindest bis 5, kurz nach 5 aufzunehmen. Weil ich finde, das wäre jetzt ein bisschen zu früh. Und ich habe einfach noch Lust auf den Kaffee. Also werde ich mir den Kaffee auch noch machen. So. Und wie gesagt, mit dem Hochladen klappt der auch wunderbar. Ich nehme wieder mein Hornblü und den Commodore-Adapter. Und dann geht das. Ja, und gerade habe ich schön die Katzenklo sauber gemacht, hat sich auch gelohnt. Also insofern, ja. Insofern kann es weitergehen. So, dann werde ich mal. Wasser trinke ich jetzt natürlich nicht mehr. Das wäre mir jetzt zu viel Flüssigkeit. Also irgendwo, aber jetzt noch ein Kaffee natürlich. Kaffee geht immer. So, dann brauchen wir wieder zwei Pads. Das wird wieder ein Podcast, sage ich euch hier. Inhaltlich vielleicht nicht so besonders, aber egal. Das ist halt Podcast von Sven Heidenreich. Deswegen heißt er ja auch so. Ja, ich bin ja mal gespannt, wann Markus Welt der Podcast nun bei Apple ist. Also bis jetzt, ich habe gestern noch mal gesucht, war er noch nicht drin. Apple lässt sich ganz schön Zeit. Warum, weiß ich auch nicht. Aber das war ja bei mir auch so. Das hat ja auch ewig gedauert, bis bei Apple irgendwas verfügbar ist. Ja, ich verstehe auch nicht, warum Apple nicht eine eigene Podcast-App zum Aufnehmen bereitstellt. Also das wäre auch mal eine Idee. Ich meine, die haben ja das immerhin in die Wege geleitet damals. Vom Apple, also vom iPod kommt ja der Podcast. Und ja, finde ich ein bisschen schade, dass es von Apple selber letztendlich keine Aufnahme-App für den Podcast gibt. Also richtig, wo du ihn auch hochladen kannst und so wie Anchor halt. Auf so eine Idee ist Apple noch nie gekommen. Aber Apple würde das wahrscheinlich wieder mit einem Abo verknüpfen, so wie ich die kenne. Denn obwohl ich ja ein riesen Apple-Freund bin, aber ich weiß ganz genau, dass Apple auf Profit aus ist. Ja? Also machen wir uns nichts vor, Apple ist, die wollen immer mehr. Das ist so. Und das sollte man auch nicht verschweigen. Ja? Denn die Preise von Apple, hallo, die sind alles andere als sozial. Ja? Und man sieht es ja, ja. Ich meine, wenn man so eine Apple Watch will und zahlt da gleich seine 200, 300 Euro nur allein für eine SE. Ja, ein anderer holt sich für 50 oder 60 Euro eine günstige Smartwatch. Ja,
wenn ich die jetzt hätte bedienen können, also ich möchte mir auch mal was Günstiges holen. Ja? Ich möchte nicht immer mir irgendwas zusammensparen müssen. Und, aber ja, wenn man es als Blinder bedienen will, dann zahlt man ja gleich wieder 200 Euro mehr. Und das ist natürlich, ich finde das einfach unfair. Ich möchte auch mal so ein Schnäppchen haben, so für 10 Euro gekauft oder für 20 Euro. Ne, dass man einfach mal sagt, geil, jetzt hat man mal was Gutes gekauft und es lohnt sich und es war günstig. Ja? Und finde ich immer ein bisschen schade. Aber naja, was rege ich mir? Was rege ich mich auf? Hat ja sowieso keinen Sinn. Das interessiert ja Apple äußerst wenig. Die machen ihre Preise so, wie sie wollen. Und Leute, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass Apple den USB-C umgehen wird. Die werden sich nämlich sagen, passt auf Leute, ja, ihr werdet kein USB-C kriegen. Wir machen einfach ein iPhone ohne Eingang und ohne Tasten. Und dann könnt ihr euch auf das kabellose Laden einstellen, Induktionsding. Also das kann ich mir auch gut vorstellen, dass Apple den Weg geht. Ne? Also ich meine, klar, sie haben jetzt wohl schon gesagt, dass sie, glaube ich, USB-C machen, aber ich kann mir auch vorstellen, dass sie nochmal umlenken und sagen, nö, nö. Schauen wir mal, wie es wird. Also ich weiß es natürlich nicht, aber ja, ich finde überhaupt dieses ganze Anschluss. Ich meine, ich finde es gut, wenn wir einen Anschluss bekommen, aber die alten Geräte haben ja immer noch den Lightning. Also, demnach müssten sie ja dann auch die anderen Geräte umrüsten lassen oder sowas. Ne? Also, dass man, dann müsste man ja auch an den anbieten, wenn wirklich ab 2024 oder 2000, weiß ich wann, alles mit USB sein soll, dann müsste man ja auch die alten Geräte umrüsten können. Ne? Er wird natürlich nicht gehen, aber. Oder vielleicht doch, ich weiß es ja nicht, aber naja, schauen wir mal. Ich weiß es nicht. Aber andererseits soll man sich ja auch neue Geräte kaufen, ne? Und von daher, ja, wenn ihr ein USB haben wollt, müsst ihr schon das Neueste von uns kaufen. Ja, so ist das, ne? Naja, also ich habe ja mein iPhone XS Max. Das werde ich so lange benutzen, bis keine Updates mehr kommen. Und dann, ja. Schauen wir mal. Dann werde ich mir wahrscheinlich auch ein aktuelles SE holen. Also ich hole mir kein Flaggschiff mehr. Das ist viel zu teuer. Ich werde mir dann, wenn überhaupt, auch nochmal so ein SE holen. Das hat dann auch ein bisschen weniger Speicher, aber das ist ja wurscht. Ich meine, dann habe ich nur noch 200 noch was. Aber na gut, vielleicht haben ja die SE inzwischen dann auch 512 GB. Weiß man es. Das sind ja noch ein paar Jahre. Also von daher, da kann sich ja noch viel tun. Aber wie gesagt, solange mein iPhone noch funktioniert und Updates bekommt, deshalb bin ich ja auch froh, dass ich so ein Flaggschiff genommen habe damals, weil hätte ich jetzt damals schon so ein älteres genommen oder so ein, dann hätte ich jetzt das Problem, dass der Akku nicht mehr richtig funktioniert oder und das ist ja das, was ich immer sage, man sollte sich lieber überlegen, ein richtiges zu holen und da hat man einfach mehr Jahre Freude dran, ne? Und aber das muss man ja auch gucken, wie man es geldlich macht und mit den Verträgen und so. Das ist natürlich alles nicht so einfach. Ich meine, ich fände es auch schöner, wenn man sich ein Handy auf Lebenszeit holen könnte. Ne? Also wenn man sagen könnte, man holt sich jetzt so ein Teil, rüstet es immer wieder nach und benutzt es halt bis zum... Ja. Aber leider lässt die Technik das ja nicht zu. Ja. Und das finde ich ein bisschen schade. Das war früher halt anders. Klar, so ein Nokia, das konntest du halt benutzen, bis es auseinanderfiel. Ne? Das brauchtest du ja auch nicht updaten oder so. Das hast du einfach benutzt. Ja, das war einfach so. Und heute wird alles nur noch über Updates, ja auch Computer, das war ja früher auch anders. Computer hast du auch früher, hast den Computer geholt, da gab es ja noch kein Internet und sowas. Da hast du nicht an Updates gedacht oder sowas. Das gab es ja alles nicht. Da hast du dir deinen PC geholt und dann war es das. Ne? So. Und heute ist alles von der Software abhängig. Das finde ich halt auch ein bisschen, das ist auch das, was ich kritisiere. Ne? Dass man,
Das ist ja das, was nur noch Profit bringt letztendlich. Ne? Dass die Leute, dass die Firmen nur noch gucken. Hauptsache, sie können ihre neuesten Sachen verkaufen. Und dabei könnte man alte Sachen auch so aufrüsten, dass sie halt noch funktionieren. Und das ist halt, ja, aber da sorgen die Firmen ja selbst für, dass es nicht mehr funktioniert. Man sieht ja, wenn Apple irgendwas drosselt oder, ja, und das finde ich halt, ja, schade. Vor allem, dass es immer so Konzerne sind, die ja sowieso schon so viel Geld haben, ja, das ist es. Und noch mehr wollen. Jetzt hat der Elon Musk, jetzt hat er auch noch Twitter gekauft. Ich meine, was will der mit Twitter? Also, die sind alle größenwahnsinnig, ja? Der hat doch genug Kohle. Was will denn der mit so einem Netzwerk jetzt? Und da haben sie ja schon die ersten Abo-Modelle eingeführt. Ne? Hier das irgendwelche Häkchen, die man für gewisse Situationen kriegt, die kann man jetzt kaufen. Sind die alle verrückt geworden, ey? Also, ich weiß nicht. Die Reichen haben alle ein Rad ab, ich sag's ja. Aber naja, wer sich ins All schießen lässt, ist ja wie der Chef von Amazon. Die sind alle, ich glaube, die sind alle nicht mehr ganz normal. Also wirklich. Ich glaube einfach, die brauchen mal so eine richtige Konkurrenz. Die bräuchten mal so einen, der wirklich ein ganz anderes Denken hat, aber trotzdem abräumt. Und die mal richtig in Frage stellt. Also dass halt Google und Apple und wie sie alle heißen, mal so richtig überlegen müssen. Dass die mal so richtig in die Schranken kommen. Ne? So richtig so, oh scheiße, jetzt müssen wir aber. Ne? Sowas bräuchten diese Konzerne einfach mal. So eine richtig, richtig gute Konkurrenz. Die denen das mal richtig zeigt. So mit günstigen Sachen und benutzerfreundlich und ne, mal so richtig auf die Kacke hauen und denen so richtig und die so richtig vorführt. Sodass die einfach mal zittern müssen, diese Großkonzerne. Verkaufen sie denn heute noch ihr iPhone? Verkaufen sie heute noch ihr Google Pixel? Ne, sowas. Aber naja, was will man gegen so mächtige Konzerne machen letztendlich? Ne? Die werden immer mächtiger und immer größer und kaufen immer mehr ein. Also Elon Musk ist ja auch befreundet mit dem Chef von Amazon. Das heißt also, letztendlich arbeiten die ja alle doch zusammen. Und ja. Und alles kommt irgendwie aus Amerika. Ist auch komisch, oder? Das ist doch auch merkwürdig, Leute. Warum kommen diese ganzen Großkonzerne aus Amiland? Ja, das ist auch nicht normal. Also, gut, ich meine, wir haben Samsung aus Südkorea oder so, oder wir haben auch Xiaomi aus, ne, oder aus, die Chinesen sind ja auch da, aber irgendwie kommt das Größte immer aus Amerika, verstehe ich nicht. Und vor allen Dingen, letztendlich müssen sie ja auch von anderen Herstellern profitieren. Ne? Ich meine, lassen ihre Bildschirme dann in Korea oder in weiß ich wo herstellen. Ne? Ich meine, auch bei Apple, ja. Da werden die Displays dann irgendwo anders hergestellt, wo ich mir sage, ja, ihr könnt was teuer verkaufen, aber selbst ein Display herstellen, ist euch wohl zu teuer, oder was? Naja. Jetzt versuchen sie ja schon überall ihre eigenen Prozessoren einzubauen, ne? Aber also Apple versucht das ja jetzt auch und hat ja auch Erfolg damit, aber ja. Die brauchen einfach mal richtig Konkurrenz, glaube ich. Aber wer weiß, vielleicht ist ja in 10 Jahren die ganze Lage ganz anders. Vielleicht müssen ja in 10 Jahren Google und Apple um ihre Existenz bangen. Man weiß es nicht. Oder Amazon, ne? Ich meine, Amazon ist ja auch ein Riesenkonzern und hat ja mit seinen Einkaufen, mit seinen Bestellaktionen und mit Riesen, die haben ja Riesenlager, ne? Die haben ja, und die haben ja richtig Geld gemacht damit, ne? Also mit diesem Online und gerade auch, wo Corona dann losging und die Leute natürlich wie wild gekauft haben. Ja, ich meine, das sind ja nicht nur Leute wie ich, die ja irgendein Gerät kaufen, sondern das sind da Leute, die machen ja ihre gesamten Einkäufe bei Amazon. Ne? Die kaufen sich Lebensmittel da, die kaufen sich, ach weiß ich, keine Ahnung.
da wird das einfach mal Zeit für Konkurrenz. Da muss einfach mal wirklich einer kommen und die da alle aufmischen und sagen, hey, kommt Leute, ich habe da ein ganz anderes Angebot. Aber es ist halt schwer. Ne? Schwierig, sich da anzunähern und wirklich einen Fuß reinzumachen. Ich meine, man sieht es ja schon an Twitter. Ja, es gibt ja kaum Alternativen. Und die Alternativen, die es so gibt, die kennt keine Sau. Ne? Also das ist halt wieder so, dann gibt es halt Facebook, Twitter und da verließen sie ihn. Facebook ist ja auch so ein Riesenkonzern. Ist ja das ist Wahnsinn einfach. Es ist der Meta-Konzern. Das ist einfach alles, ich weiß nicht, irgendwie so gigantisch. Das kann man gar nicht erfassen irgendwie, ja. Das ist so. Ich warte ja nur drauf, bis sie sich gegenseitig kaufen, alle da. Bis Amazon sagt, oh, wir wollen Facebook kaufen. Facebook sagt, nee, wir wollen Amazon kaufen. Amazon und dann sagt wiederum Apple, nee, ich kaufe euch alle. Und na, wer weiß das schon? Wer weiß, was da für Übernahme-Dinger noch in der Schublade liegen, von denen wir nichts wissen. Naja, es ist halt ein Konzern. Die lachen sich halb tot über uns. Ach, guck mal, die machen da einen auf Konkurrenz und wir sind alle eins. Dass der Elon Musk da Twitter kauft, also ich weiß nicht, was dem, keine Ahnung, dem muss wirklich langweilig sein. Gott, oh Gott, oh Gott, also. Erst diese ganze Tesla-Welle und dann jetzt will er Twitter, was kommt denn als nächstes? Will er als nächstes den Mond kaufen oder was? Oder keine Ahnung, will er jetzt den nächsten Planeten besitzen? Würde mich auch nicht wundern, wenn plötzlich heißt, Elon Musk kauft den Mars oder was. Die Leute sind alle verrückt, ey. Nein, ey. Wo soll das hinführen? Ja. Deswegen brauchen wir so ein Format wie Podcast von Sven Heinreich, wo wir uns auch einfach mal über sowas aufregen können. Und sowas ist halt auch einfach schlimm. Also es ist diese ganze Masche. Ich meine, was für ein Druck bei Apple oder bei... Ich meine, man hört es ja auch, wenn man sich eine Apple-Convention anguckt, Apple-Veranstaltung anguckt, wie gestresst diese Leute ja auch sind. Das hört man ja auch, ne? Also wenn man dann hört, und hier ist der und der, ne? Und dann, hallo, du merkst einfach, dass die Leute auch ziemlich fertig sind und wahnsinnig unter Druck stehen. Und das ist klar, das ist Wahnsinn. Und auch wenn ich die Veranstaltung gerne gucke und mir die Produkte gefallen, aber auf der anderen Seite ist es natürlich ein Riesen. Ich meine, klar, die müssen jedes Jahr neue Produkte präsentieren und haben da diesen Druck mitzuhalten. Ne? Und ja, die Mitarbeiter letztendlich müssen da hinhalten und die Leute. Ich meine, ein Tim Cook, der hat Geld ohne Ende. Und aber wie gesagt, wir können es ja nicht ändern. Aber die werden alle nochmal ihre Welle erleben, weil kein Konzern bleibt ewig und irgendwann wird auch Apple oder Google oder Amazon oder Facebook, irgendwann werden sie alle auch mal vom Thron gestoßen und dann kommt ein anderer und sagt, hier, jetzt bin ich dran. Ja, das war immer so und es wird auch immer so sein. Nichts bleibt ewig, ne? Das ist so. Und lasst mal eine neue Erfindung kommen oder eine neue Sache, ne, dann können sie sehen, wo sie bleiben. So ist das. So sehe ich das. Ich mache eine Menge mit und unterstütze auch eine Menge und aber ich weiß auch, wann ich meinen Mund aufmache und wann ich dagegen spreche, ne? Und ich meine,
keiner von den Konzernen ist frei von Schuld und die gucken alle nur auf den Profit, den sie machen. Und ja, da ist einer wie der andere. Ich meine, wenn man mal überlegt, was auch Amazon verkauft da an Lautsprechern, man muss das mal überlegen. Außer der Studio, ne, sind das alles Mono-Lautsprecher. Das muss man sich mal reinziehen. Mono-Lautsprecher. Ja, Mono, das war modern in den, ach weiß ich wann. Und die Leute kaufen das wie verrückt, diese Alexa. Wo ich dann so denke, ey, merkt ihr noch was? Ich meine, jede gottverdammte Stereoanlage klang früher besser. Und das ist so, wo ich so denke, ey, also was bieten die einen da an, ja? Oder dieser Echo dort. Ich meine, ich habe den der zweiten Generation und der klang ja schon damals scheiße. Ja, wenn man den nicht gerade mit einer Bluetooth-Box koppelt, dann ist, ja, kannst du ja gar nicht hören. Also, wenn immer gesagt wird, ja, der neue klingt jetzt einigermaßen besser, also tut mir leid. Ich finde einfach, früher hast du noch Lautsprecher im Zimmer gehabt. Heute, was sind das für Dinger? Ey? Ich meine, das ist klar, man muss ja auch mal überlegen, wenn man sich die Preise anguckt. Ne? Und für richtig gute Lautsprecher zahlst du einfach mal richtig Geld. Aber da hast du Qualität. Ja, und diese Echo-Lautsprecher, das sind nun mal keine Qualität. Ja, das sind billig. Ja, und dann auch noch Mono-Lautsprecher. Na ja, super, gut, man kann die zusammenschalten, dann sind sie Stereo, da muss man sich halt zwei davon holen. Ja, so machen sie dann natürlich wieder Geld. Ne? Hat man ja mit vielen Bluetooth-Lautsprechern auch. Früher haben sie noch einigermaßen Stereo-Lautsprecher hergestellt. Jetzt ist es ja teilweise schon so, du kriegst ja fast nur noch Mono-Lautsprecher, musst dir halt zwei davon holen, dann kannst du halt Stereo machen. Aber es muss natürlich auch unterstützt werden von der Software, ne, ist klar. Ja, und das sind so Entwicklungen, die mir überhaupt nicht gefallen. Also wo ich so denke, ey Leute, also ich bin froh, dass ich meine Bose Soundlink Mini 2 habe. Die ist in Stereo und die funktioniert und die hält jetzt schon ewig lange. Der Akku hält ewig lange. Ja, also der Akku, ich lade ihn ab und zu mal auf. Ich benutze sie jetzt auch nicht jeden Tag, aber wirklich, das ist ein Lautsprecher, der spricht für Qualität. Und klar, der war noch nicht wasserdicht und das Mikro klingt scheiße. Aber der Lautsprecher an sich klingt einfach schön. Der hat ein einigermaßen gutes Stereobild, wenn auch ein schmales, klar. Ich meine, was passt denn so ein Lautsprecher rein? Aber der ist aus Metall verarbeitet. Der ist, er spricht sogar, ja. Gut, und die Bose Mikro, die ist halt auch für kleinere Aktionen gut, ja. Ist jetzt auch nicht so die super Box, aber sie ist okay. Also gerade für uns Blinde ist es ja wichtig, dass die Box spricht, dass wir auch wissen, wann der Akku voll ist und so eine Geschichte. Ne? Das ist ja auch der Grund, warum ich sowas haben wollte. Aber letztendlich ist es schon alles ein bisschen merkwürdig, was da passiert auf dem Markt momentan. Und auch mit diesen ganzen Braille-Tastaturen. Ich verstehe nicht, warum sowas jetzt plötzlich so in ist. Ja, dass ich mein iPhone mit einer Braille-Tastatur bedienen kann. Ich meine, wo sehe ich denn da den Sinn? Also, jetzt mal ehrlich. Ich lerne doch nicht am Computer die normale Tastatur, um dann wieder zurück zur Braille-Tastatur zu gehen und mir und mein iPhone dann mit einer Braille-Tastatur zu bedienen. Also, ich verstehe den Sinn da einfach nicht. Ja, also, das ist mir einfach, keine Ahnung. Meine und dann, gut, ich würde es ja noch verstehen, wenn die einigermaßen günstig wären, aber die sind ja sauteuer, diese Tastaturen. Ja? Und da frage ich mich wirklich, was soll der Blödsinn? Also ich werde mir sowas nicht holen, weil ich sehe nicht ein, dass ich, auch wenn ich es gleich von der Krankenkasse kriegen würde, aber da haben wir ja wieder das Problem. Wenn ich sowas haben will, muss ich wieder bei der Krankenkasse betteln. Ja, könnte er knicken. Ich möchte einfach nur einen schönen Nummernblock fürs iPhone, dass ich vieles mit den Tasten machen kann, mit Nummern machen kann. Das wäre was. Da gab es ja diese eine Tastatur, ich weiß nicht mehr, wie die hieß, was auch ein Touchfeld hat, aber es hat auch eine Tastatur. Dieses Wevo oder so ähnlich, ich weiß es nicht mehr, spreche es ein bisschen falsch aus. Aber das kostet auch 300-400 Euro. Hallo? Seid ihr noch zu retten?
ich hole doch nicht für 300-400 Euro eine, damit ich mein iPhone mit einer Tastatur bedienen kann. Ihr habt doch einen Sprung in der Schüssel. Ich meine, man hat das iPhone ist schon teuer genug. Ja. Ich weiß nicht, also irgendwo sind sie doch alle wahnsinnig. Kann nicht einer mal was Günstiges rausbringen und sagen, hier, pass auf, du kriegst für 20 oder 30 Euro ein kleines Gerät, das hat einen Nummernblock, das verbindest du per Bluetooth mit deinem iPhone und dann hast du einen Nummernblock fürs iPhone mit ein paar anderen Tasten noch, wo du halt so Menü und weiß ich was alles machen kannst. Und das kriegst du für 30 Euro. Wo ist das Problem? Nein, da kommen wieder die Hilfsmittelhersteller und hauen da gleich mal wieder so ein Gerät raus für 200-300 Euro. Also, ohne mich. Ich finde das einfach nur krank. Also, man muss mal überlegen, was für Geld da einfach ausgegeben wird. Und selbst wenn man es selber nicht ausgibt, aber letztendlich die Krankenkassen und bis man sowas bewilligt hat. Und das dauert ja dann auch wieder. Und und wenn man dann ein neues iPhone hat, ist es noch kompatibel mit der Tastatur oder braucht man dann schon wieder eine neue? Also, da wäre ich ja wahnsinnig, ey. Und deswegen habe ich gesagt, nee, also eine Braille-Tastatur brauche ich nicht. Also, wenn ich sowas mir hole, sollte es auch einigermaßen erschwinglich sein. Ich meine, aber doch nicht für 300-400 Euro oder was ich. Also, nee. Nee, da kriege ich ein neues Handy für. Kannst du dir auch, da kann man sich auch ein Blindshell holen dann für 500 Euro. Hat man auch Tasten. Jetzt mal ehrlich, also. Also das sind so Sachen, die ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Also dieser Braille-Tastatur-Hype. Ich lerne doch nicht an der richtigen Tastatur, um dann die Braille-Tastatur zu benutzen. Da hätte ich es auch lassen können. Ja, aber gut, wer Freude dran hat und das ist ja auch immer so eine Ansichtssache, ihr wisst, meine Kritik ist ja auch immer nicht so gemeint. Ich will es einfach nur verstehen und verstehe es einfach nicht. Ja, also, ich kann es einfach nicht nachvollziehen. Wenn ich Braille schreiben will, dann ja, hole ich mir dann lieber so ein Simulatorprogramm. Kostet mich keinen Pfennig. Mache ich mir auf dem Computer, schreibe Braille, wird aber, wenn ich eine Braillezeile habe, kann ich sogar noch Braille lesen. Ja. Und da zahle ich gar nichts für. So. Und das ist einfach, weiß ich nicht. Also. Und kann mit der normalen Schreibmaschinentastatur Braille schreiben. Da brauche ich doch keine extra Tastatur dafür. Also, naja, gut. Aber anscheinend ist es ja wieder so ein Hype. Alle Blinden springen drauf auf. Oh, geil, jetzt habe ich eine Braille-Tastatur. Oh. Ich denke, ja, Leute. Aber wo bleibt denn einfach mal das Schnäppchen? Ja? Wo bleibt einfach mal das Schnäppchen für uns? Wo wir einfach mal sagen können, geil, haben wir uns jetzt geholt, hat 30 Euro gekostet. Ja, denkt einfach mal alle drüber nach. 5.13 Uhr. Hauptbildschirm, Achtsamkeit, Taste, Aktivität, Taste, Zifferblatt. Ja, 5.13 Uhr. Mach das Geräusch. Mittwoch. Genau. Ja, wie gesagt, ist meine Meinung nur, wie gesagt, muss ja auch nicht gelten. Also vielleicht habe ich auch in 2 Jahren wirklich eine Braille-Tastatur, man weiß es ja nicht. Aber erstmal finde ich das einfach, diese Entwicklung ein bisschen merkwürdig. Ich meine, erst drillt man uns dazu, Computer und sowas zu lernen. Und das fing ja damals an mit der Schreibmaschine, ne? Von wegen Schreibmaschine lernen und ASDF. Und jetzt bietet man uns plötzlich Braille-Tastaturen an. Also, ich verstehe die Logik darunter einfach nicht. Also,
Bei mir ist es inzwischen schon so, dass ich Breilschrift, Schreibmaschinentastatur schon besser schreiben kann als Breilschrift. Also was heißt besser, auch mit Fehlern, das meine ich jetzt gar nicht, aber jetzt auch von der Schnelligkeit. Also ich habe ja nun gar keine Punktschriftmaschine mehr und klar, eine Punktschriftmaschine ist wieder so Nostalgie. Das ist wieder so, wo ich sage, wenn ich sowas hätte noch, ein bisschen Papier dazu, dass man sich auch mal was aufschreiben kann. Ja, das ist wieder was anderes. Damit habe ich angefangen. Aber jetzt eine Tastatur, die das kann, also fürs iPhone, ja, würde ich mir holen, wenn sie günstig wäre. Ja, also wenn es wirklich eine günstige Braille-Tastatur gäbe fürs iPhone, wäre ich auch noch dabei. Aber nicht 300, 400 Euro oder was. Nee. Kriege ich ein neues Handy für. Also was soll das denn? Aber gut, da können wir uns aufregen, wie wir wollen. Das ist nun mal ein neuer Hype jetzt und das springen ja einige drauf auf. Und naja, sollen die Leute doch machen. Ich brauche das nicht. Ich werde irgendwann mal, irgendwann habe ich meinen Nummernblock fürs iPhone. Davon träume ich. So einen schönen kleinen Nummernblock mit so ein paar Tastaturen. Einigermaßen günstig auch und dann zack, gib ihn. Und dann kann ich sagen, ha, ich bediene mein iPhone mit Tasten und habe dafür nicht viel Geld ausgegeben. Das ist so mein Ziel. Das würde ich gerne auch erreichen irgendwie. So, aber bei aller Kritik habe ich natürlich Respekt vor jedem, der das versucht mit so einer Braille-Tastatur. Möchte es euch auch nicht madig machen, um Gottes Willen. Mir geht es auch nicht darum, dass es benutzt wird. Mir geht es einfach um die Preise. Ja, also versteht mich nicht falsch. Ich kritisiere ja nicht das Gerät an sich, sondern ich kritisiere die Preise einfach. Dass mit uns wieder Geld gemacht wird letztendlich. Das finde ich einfach eine Riesenschweinerei. Ja, und das ist dann wieder mit Hilfsmittel und Krankenkassen und sowas alles. Und ja, das finde ich einfach eine Riesenfrechheit. Und da sind wir wieder beim Thema Inklusion, ne? Oder Integration oder wie es alles heißt. Ja? Wie kann ich mich integrieren, wenn meine Geräte sauteuer sind und von irgendwelchen Behörden bezahlt werden müssen? Das hat doch nichts mehr mit Inklusion oder Integration zu tun. Ja? Wenn der Sehende ins Geschäft gehen kann und sagen kann, ich hätte ganz gerne ein so und so Gerät. Ja klar, kein Problem. Das ist für mich Inklusion und nicht über Behörden finanzieren. Ne? Also das einfach mal klar ausgesprochen. Ja, mit diesem Sinne möchte ich mich verabschieden. Das war also Podcast von Sven Heidenreich, Folge 570. Mann, war da wieder was drin heute. Wir hören uns dann in der nächsten Folge. Das wäre dann 571. Ciao, ciao.